Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play Prey mit Paxis. Ich bin echt gespannt, ob ich mal irgendwann die Verseuchung, die atomare, wieder mal die Verstrahlung hier, ne? Dass ich mal wegbekomme, aber egal. Boah, jetzt bin ich aber gerade ein bisschen raus. Was, bin ich von oben gekommen? Ist es gerade, oder bin ich hier hochgelaufen? Sollte und musste irgendwas machen. Moment mal, ist hier unten nicht so ein Typ rumgelaufen? Ja, genau. So, wir gucken jetzt einfach mal auf die Map. Da müssen wir hin. Wenn wir also hier lang gehen, könnten wir reinkommen. Hier kommen wir vielleicht aufs Phantom, weil das Phantom läuft hier rum. Also wenn ich hier lang gehe, soll es besser sein, als wenn ich hier lang gehe. Hier haben wir nochmal einen Recycler. Gucken wir mal. Also es kann auch sein, dass er gar nicht durchgeht, aber ich hoffe es mal. Ja, hier geht es nicht durch. Fuck. Warum läuft denn der so hin und her? Okay, jetzt nicht. Nur wenn ich rückwärts laufe. Okay, jetzt auch nicht mehr. Hä? Was war das denn gerade? Oh, da sind noch Blüten. Okay. Das kriegt man bestimmt irgendwie kaputt und auf, denke ich, aber ich weiß nicht wie. Wo war denn jetzt der Recycler? Ach, der ist in dem Raum. Okay. Hier, jetzt ist wieder so. Er läuft nach links und nach rechts. Seht ihr das? Warum macht er denn das? Jetzt läuft er auch nach links und nach rechts. Jetzt läuft er wieder geradeaus. Ach, komisch. Naja, dann schleichen wir uns halt da durch. Was soll's? Das wird schon irgendwie... Ich meine, zur Not können wir das Phantom auch einfach platt machen. Ist ja nicht so, dass wir da... Was macht er wieder so nach... Das ist komisch. Muss ich hier rein? Ne. Komme ich denn die nächste überhaupt schon auf? Also, bekomme ich die Tür überhaupt auf? Ja, ich bekomme sie auf. Das müssten wir eigentlich safe sein. Ich glaube, wir bekommen die Dinger nicht einfach so auf. Freigeben. Türüberbrückung. Was? Er kann mich treffen? Ich glaube, wir brauchen uns überhaupt keine Sorgen machen. Haben wir gerade zwei Phantome platt gemacht. Ich dachte, dass die Verriegelung und Verschließung der Tür für die da drüben wäre. Deswegen habe ich auf Freigeben gedrückt. Sehr geil, aber egal jetzt. Haben wir erstmal die platt gemacht. Mehr oder weniger gezwungen. Oder ist es... Kann natürlich sein, dass diese Art von Phantom am Ende nochmal sich zweiteilt, weil scheint doch nur einer gewesen zu sein. Aber die standen dann nebeneinander. Oder er kann halt irgendwelche Projektionen... von sich anfertigen. Ich mache trotzdem mal wieder zu. Sehr toll. Ist richtig gelohnt. Wir haben noch 4 Medipicks. Das passt schon. So. Naja, war gerade ein bisschen sinnlos. Wir hätten, wenn ich gewusst hätte, dass ich gegen den kämpfen will, hätte ich natürlich auch anders angestellt und hätte vielleicht weniger Energie verloren. Hallo Elias, du hast deinen Charakterbogen auf den Drucker liegen gelassen. Vergiss nicht, dass wir das Spiel in den Aufenthaltsraum in den Besatzungseinrichtungen verlegt haben und es eine Stunde später als sonst losgeht. Tu uns allen einen Gefallen und schluck vorher ein paar Glückspillen. Bis dann. Nur eine E-Mail. Juri. Wie sich herausgestellt hat, ist Juri Kimura wie alle anderen auch. Mehr dazu in der Mittagspause.
2. Oh, das ist ja relativ leicht. Wir haben ja schon Stufe 3. Oh, 0,13 Sekunden. Das ist auf jeden Fall das Knappeste. Ja. Waffen-Upgrade und 4 Neuromods. Nice. So, da können wir direkt nochmal die Schrotflinte verbessern. Ich glaube, einmal geht's noch. Genau. Was ist bei... Was ist bei der nächste Waffenschmied 2 gebraucht? Okay. Okay. Was wollte ich noch machen? Neuromods haben wir jetzt 6 Stück. Aber solange wir noch nichts brauchen wieder, würde ich das erstmal lassen. Wir könnten halt Hebelkraft 2 nehmen, brauchen wir aber momentan nicht. Genau wie Reparatur 2, was ist das? Zerlegen. Du zerlegst Autos in deinem Inventar in Ersatzteile und erhältst Ersatzteile von zerstörten Operatoreinheiten. Materialexperte erhöht den Ertrag beim Recyceln um 20%. Klingt auch geil, ne? Sind wir bei 3 aber schon wieder. Würde ich halt echt nur machen beim nächsten Mal, wenn ich irgendwie viel übrig habe und einfach sich das dann lohnen würde, wenn ich das vorher einsetze. Ich denke, jetzt noch nicht. Das wäre halt auch nicht schlecht mit den Schusswaffen zu 1, so generell. Kampffokus brauche ich nicht. Lautlosigkeit brauche ich auch erstmal nicht. Naja, egal. Wird schon irgendwann wieder eine Situation kommen, wo es dann quasi mehr oder weniger von sich von selbst das Problem löst, weil wir dann einfach wieder die Mods brauchen. Wie komme ich denn jetzt in diesen Nebenraum? Ist das Ding, das hier, das muss der sein, oder? Ja. Hallo Morgan, wir sollten reden. Mein Codename ist December. Ich werde Ihnen helfen, von der Talos 1 zu fliehen. Ihre Erinnerung ist lückenhaft, aber Sie haben Anweisungen hinterlassen, falls die Typhon ausbrechen sollten. Alex hat eine private Fluchtkapsel. Sie haben eine Kopie seiner Startschlüsselkarte und Vorräte in der Neuromod-Abteilung versteckt. Ich übertrage die Position auf Ihre Karte. Ich kontaktiere Sie wieder, wenn Sie den Schlüssel haben. Wer ist Dezember? Neues Ziel. Ich bin doch auch wieder ich. Es hält ja immer eine bestimmte Zeit, alles klar. Hier ist ein kaputter Recycler drin. Leer. Reparatur 2. So, jetzt wäre es eigentlich mal angebracht, dieses Reparaturding, was man ja sowieso immer mal braucht, dass wir das jetzt einfach machen. Reparatur 2 kostet uns zwar 4, aber wir brauchen es halt gerade. Scheiß drauf. Repariert, sehr gut. Mal noch irgendwas Sinnvolles. Nee. Ich meine, das haben wir jetzt. Im Endeffekt haben wir jetzt einfach einen Recycler wieder angeworfen, aber. Ach nee, müssen wir auch erst reparieren, aber den können wir reparieren. Und es ist immer gut, wenn man ein bisschen schrottlos wird. So, haben wir irgendeine Waffe doppelt? Nein, sieht nicht so aus. War jetzt gar nicht mal so viel. Jetzt haben wir auch nur noch 2 Neuromods, so viel zu dem Thema, es löst sich eh ganz von alleine das Problem. Psychotronik Foyer. Hier haben wir ein paar explosive Sachen rumstehen, falls Gegner kommen. Scheiße. Wir hatten das Ding in der Hand, der hat es zur Explosion gebracht. Also es ist nicht sinnvoll, das jetzt während des Kampfes zu halten, sondern das sollte man dann nutzen, wenn man
sich anschleicht oder so. Ich hätte eigentlich so ein Ding mitnehmen sollen, ein bisschen vorsichtiger gehen, weil es war klar, dass jetzt irgendwie ein Phantom oder irgendwie ein Mimik oder zumindest irgendein Monster kommt. Naja, beim nächsten Mal. Schwierigkeitsgrad bisher. Hallo Morgan, wir sollten reden. Oh, was? Mein Codename ist December. Ich werde Ihnen helfen, von der Talos 1 zu fliehen. Erinnerung ist lückenhaft, aber sie haben Anweisungen hinterlassen, falls die Typhon ausbrechen sollten. Alex hat eine private Fluchtkapsel. Sie haben eine Kopie seiner Startschlüsselkarte und Vorräte in der Neuromod-Abteilung versteckt. Ich übertrage die Position auf ihre Karte. Ich kontaktiere sie wieder, wenn sie den Schlüssel haben. Müssen wir alles nochmal machen, aber egal, das ging ja schon hin. War sie drin? Könnte sogar während des Schleichens das Ding tragen, okay. Müssen wir nur aufpassen, wenn es nicht irgendwo. Achso, erst nochmal speichern. Müssen wir nur aufpassen, wenn ich irgendwo an so eine Seite hier ranschießen. Was läuft er denn? Und da ist noch einer. Scheiße. Mit einem Schuss? What? Okay, da haben wir wohl besonders gut getroffen. Ich glaube, da darf man nicht reinlaufen. Ich bin nicht ganz sicher. Okay, ich bin überrascht, wie geil das ging. Nice, warum nicht? Was muss ich denn eigentlich lernen, um die Phantome zu plündern? Was war denn das nochmal? Stoffwechselboost. Muss da irgendwas Einfaches sein, oder? War das nicht was Leichtes? Sicherheit. Moment, das muss Wissenschaftler sein. Es kann doch Wissenschaftler sein. Nekropsie, du hältst wertvolle Organe aus Typhon überresten, genau. Okay, das kostet 4. Das ist relativ teuer. Wenn es 2 gewesen wäre, hätte ich sogar mir das geleistet, weil wir lassen uns jedes Mal so ein Ding da angehen. Aber egal, für 4 ist halt echt teuer und wahrscheinlich brauchen wir es auch nicht unbedingt. Ah! Ich verstehe nicht, warum er jetzt manchmal so merkwürdig nach links und rechts läuft. So, wenn er halt von einem Fuß auf den anderen tippelt. Hier, das ist ganz komisch. Das macht er nur manchmal und dann auch nicht durchgehend. Und meiner Meinung nach hat er das vorher nicht gemacht. Das irritiert etwas. Joe Weeks. Psychotronics. Manipulieren von Admin-Einstellungen an Terminal. Ab ins nächste Gebiet. Kommen wir ganz gut voran heute. Ein paar Phantome platt gemacht. Das Psychotronik-Labor wurde rund um den russischen Satelliten Vorona 1 gebaut, der das Ökosystem der Typhon bereits 1959 entdeckte. Obwohl man es nicht ganz so lange lädt. Ich frage mich, ob ich... Also ich werde mit Sicherheit nochmal auf lebende Menschen treffen. Also ich denke mal, ich werde auch meinen Bruder auf jeden Fall treffen, Alex Yu. Aber mal gucken, ob ich noch andere lebende Menschen treffe. Vielleicht gibt's ja noch irgendjemanden, der hinter Alex Yu steht. Ich weiß nicht, ob Alex Yu der Höchste hier ist, der Ranghöchste. Auf dieser Raumstation. Betritt die Guts Psychotronik. Die Psychotronik ist das Gegenteil von sicher, Morgan. Was suchst du? Jemand hilft dir. Ist es Michaela? Elazar? Ich kann die Nachrichten ihres Bruders belauschen. Darüber besteht Einigkeit. Durchqueren Sie diesen Ort so schnell wie möglich. Sie suchen nach einer Wartungsluftschleuse zu einem Unterführungstunnel namens Guts. So gelangen Sie ganz nach oben. Okay, hier drin ist es scheiße, oder was? Jetzt sind wir schon
Schöne Musik. Okay, hoffentlich keine weiteren. Hoffentlich keine weiteren Überraschungen. Also, gut, wird immer noch mehr Mimics geben, aber egal. Otto Lauda klingt auch eher nach was Deutschen oder Österreichischen. Petrischalenprobe und 9mm Munition. Schrotflintmunition haben wir noch ganz gut, haben wir gut eingekauft. Ist hier noch mehr? Ne. Das ist echt geil gemacht, wo man sich überall festhalten kann. So. Ist ein recht weiträumiges Feld, wobei wenn man jetzt wieder irgendeinen Mimik hat, der hier aus so einem Ding rausgesprungen kommt, ist vielleicht die Pumpgun besser, aber ich denke im Großen und Ganzen nehme ich dann doch erstmal die 9mm auf die Distanz, die vermeintliche Distanz. Sicherheitsstation. Bisher ging es nur ein Mimik. Das ist wieder eher eng. Security! Scheiß auf Pin, ich kann einfach alles hacken. Fuck! Oh, ich war wirklich eine Millisekunde zu spät. Hat mich das jetzt Energie gekostet? Oh mein Gott. Fuck. Oh, ich bin so blöd, ey. Das kostet mich echt Energie. Es ist einfach nicht schwer, was mache ich denn? Oh, Halsmaul, ich hab doch auf X gedrückt! Fuck! Alter, noch über 6 Sekunden übrig. Wie habe ich mich denn so bescheuert angestellt am Anfang? Fuck, kaufen Energie verschwendet. Fuck. Das ärgert mich. Aber ich glaube, drin ist zumindest keine Monster. Und wir bekommen mal wieder ein paar Sachen zum... Ein paar Sachen um... Also Schrott zum Recyceln im Endeffekt. Besatzung, ach, da können wir wieder. Nee. Waffen-Upgrade, schon wieder. Man macht Sinn hier, Security-Ding, aber trotzdem nice. Hinter dem eisernen Vorhang. Obwohl sich die Beziehung zwischen der UdSSR und den Vereinigten Staaten in den vorherigen Jahrzehnten verbessert hatten, bestand kein Zweifel daran, dass Überreste des eisernen Vorhangs in Teilen immer noch für ein eisiges Klima sorgten. Seit mehr als einem Jahrhundert erfreute sich Wladimir Lenins kommunistische Vision innerhalb der oft erweiterten Grenzen von mütterlichen Russland auch weiterhin größte Beliebtheit. Doch mit jeder neuen sowjetischen Annektierung musste die UdSSR feststellen, dass der Aufschrei der Öffentlichkeit nicht mehr länger nur aus Amerika, sondern auch von den eigenen Bürgern kam, die als Menschewiki bekannte Gruppe lehnte die aggressive Expansionsdoktrin der Sowjets ab. Zu Beginn noch eine Minderheit, wuchs die Bewegung jedoch mit den Jahren immer stärker an. Nach der sowjetisch-indischen Intervention gipfelten die Ereignisse in von den Menschewiki angeführten Unruhen und dem Beginn der zweiten Säuberung. Das ist halt die Frage, nehme ich das Waffenupgrade für meine Schrotflinte oder... Ach, Geschütze, nice. Oder... Nehme ich es für meine Pistole an. Pistole verwende ich halt echt fast überhaupt nicht. Das ist das Problem.
Könnten jetzt den Schaden auf 10 erhöhen, das wäre schon mal nicht schlecht, aber klar, die Frage, lohnt sich das oder wäre es vielleicht besser, wenn ich jetzt hier für weniger Rückstoß sorge oder Nachladegeschwindigkeit oder halt irgendwas anderes geiler mache? Aber Schaden ist eigentlich immer Nummer 1. Schaden ist am wichtigsten. Und es ist jetzt einfach zu teuer, diesen Waffenschmied zu kaufen. Das kostet, glaube 8 Euro Mods. Ja, ich glaube 8 Euro Mods. Scheiß drauf. Türsteuerung. Eiskarte. Okay, ich denke, damit haben wir hier alles. Hab irgendwas entriegelt, ich weiß nicht, ob es da weitergeht jetzt. Hallo? Gehen wir erstmal aufs Klo und wie immer zuerst bei den Frauen. Oh, hier ist noch was. Crispin Boyer. Crispin Boyer. Lassen wir uns mal von dem Geschütz helfen. Schießt es auch? Oder? Okay, es scheint einfach schon kaputt zu sein. Geil, das Geschütz hat, weiß ich nicht, eine Sekunde durchgehalten. Ich habe nicht gemerkt, ich habe gar nicht gemerkt, dass es kaputt gegangen ist. Schön, jetzt haben wir schon keine Medikits mehr. Geschütz, defekt, tragen, hacken. Reparieren. Ach ja, da liegt, das ist das kaputte Geschütz. Na geil, das hat sich richtig gelohnt, das herzutragen. Hätte ich wahrscheinlich wieder alleine besser geschafft, ohne groß Energie zu verlieren. Vielen Dank. Hoffentlich gibt es jetzt hier auch irgendwas zu finden, außer dass ich die Leiche da ausgeräumt habe. Hallo? Sieht nicht so gut aus, Freunde. Der Sternenbeuger-Zyklus, Band 3, eine Lieferung durch Zeit und Raum. Trevor Pulsar ließ den Antrieb der Talon auf Hochtouren laufen und betete zu Sloar, dass er die Lücke im Asteroidenfeld erreichen würde, bevor die Mordrax-Räuber ihn einholen würden. Er hatte dringende Angelegenheiten für Kaiserin Tomaline zu erledigen und in einem Gefängnis der Mordrax zu verrotten, hätte da einfach nicht gepasst. JT-88, rief Trevor, stell mich zum nächsten Außenposten der königlichen Flotte durch. Kurz darauf war im Cockpit ein gestörtes Hypersignal zu hören, das sich von Rauschen zu disharmonischen Tönen und schließlich zu einer Stimme veränderte. Trevor, sind Sie das? Hier spricht Außenposten Lomta. Wo in Sloars Namen waren Sie? Lässig antwortete Trevor, ich habe Ihre Ärsche gerettet. Ich habe das Sternbeuger-Prisma gefunden und bin auf dem Weg nach Hause. Oh, spannende Geschichte. Hallo, hier muss es doch irgendwas geben, hä? Hier war bisher nichts. Also entweder bin ich blind und dumm oder ich bin blind und dumm. Hier war nichts außer dieses verfluchtes Phantom. Hä, wo bin ich denn jetzt? Ach so, es gibt zwei Eingänge und Ausgänge.
Also es gibt einen Eingang und einen Ausgang, so ist richtig. Was? Wo kommt der denn her? Und passt auf, es wird auf der anderen Seite bei den Männern wird halt auch noch mehr Dreck drin sein. Oder ich komme da halt von der Seite aus nicht rein, alles klar. Aber von hier. Aber wie gesagt, hier wird halt auch einfach nur irgendwie nervige mindestens ein Mimik. Behaupte ich einfach mal. Wie kann denn hier keine Seife oder irgendwas rum... Ach, da liegt sogar Seife, aber die kann man nicht mitnehmen. Also das kann man nicht organisch zerlegen. Warum denn nicht? Seife wird doch aus Fett und sowas gemacht. Das ist doch organisch. Okay, was war das? Ich spüle mal, aber wie man sieht, es bringt gar nichts. Es bleibt einfach so schwarz. Man kann also Mimics auch kaputt machen, indem man sie die Toilette runterspielt, wie es aussieht. Oh. Hallo? Da will ich erstmal noch nicht rein. Ich würde ganz gerne hier erst nochmal... Wo ist denn der andere Ausgang? Hä? Ist der hier nicht irgendwo ein... Ach, egal. Ist hier oben irgendwas? Nee. So, aber jetzt hier... Geht's hier jetzt weiter? Ab diesem Punkt sind Psychoskope erforderlich. Oh, geil, wie ich komplett die Zeit verpasse. Fuck, man. Egal, liken, kommentieren, abonnieren, wenn es euch gefallen hat. Ansonsten Daumen nach oben, dann wird man euch loben. Euer Paxis, bis zum nächsten Mal. Und da geht's dann mit... Ja, was heißt mit an dieser Stelle weiter? Wir gehen ins Loch rein. Tschüss, tschüss.